Die Bürger in Sande und in der weiteren Umgebung scharren schon ungeduldig mit den Kufen. Und bald soll es in der Eishalle Sande auch wirklich losgehen. Ende Januar, spätestens Anfang Februar soll Eröffnung sein. Dann ist Sande und die Region um eine Attraktion für alle reicher. Der Umbau der früheren Tennishalle und Zockerhalle in die Eishalle Sande ist nahezu abgeschlossen. Handwerker arbeiten mit Hochdruck daran, das Projekt nun zügig zum Abschluss zu bringen. Ob Eislauf, Eishockey, Eiskunstlauf oder Curling, die Eislaufhalle Sande soll ein Freizeitangebot für alle werden. Zur noch nicht terminierten Eröffnung soll es eine große Eisparty geben.